Wenn ich meine Freunde heute angucke, ich könnte nur kotzen. Das waren wirklich mal coole Leute. Ja, das waren Rocksänger, Künstler, Hells Angels, echte Bukowskis. Ja, jede Nacht Porno. Wenn ihre Mutter noch leben würde, sie würde mich bestimmt gern haben. Heute haben die alle Kinder, reden über Immobilien, Bausparverträge und über Pestizide im Essen. Ich sitze da und denke, Alter, bin ich im falschen Film oder was? Was soll ich hier? Einfach mal zu Hause bleiben oder zusammen im Urlaub mit dem Tandem über den Deich fahren. Solche Sachen. Glück ist ganz einfach. Mensch, das Leben ist kurz. Ich will geil essen, geil ficken, Party machen, die Festivals durchrocken und mein Geld verprassen. In, was weiß ich, Las Vegas. You name it. Er ist ja Zahnarztassistent, ne? Das ist ja jetzt nicht gerade sexy. Sie lag da im Behandlungsstuhl mit offenem Mund und guckte mir während der ganzen Behandlung direkt in die Augen. Da habe ich es schon gespürt. Das ist Liebe. Als er in den Raum reinkam mit seinem weißen Kittelchen, das, ich dachte, yes, yes, der ist gut, der ist jung, da ist Action, das ist nicht so viel Gequatsche. Ich habe mir da schon vorgestellt, wie unsere Kinder aussehen. Wie wir sie nennen. Habe ich mir vorgestellt, wie der mich gleich auf dem Stuhl durchnimmt. Right away. Scheißegal, wer noch im Raum ist. Also, wir sind heute hier, weil wir Spannung haben. Mhm. Und unsere Liebe nicht richtig leben. Ja, das kann man laut sagen. Ich bin hier zu passiv. Das hat lustigerweise mein Vater auch immer gesagt, als ich als Fünfjähriger beim Fußballspielen immer... Oh, bitte nicht, ey. Es ist nicht 1980, ja. Wir sind hier. Was? 1995. Ach so, ja. Genau, da hatte ich schon meine erste Ehe und zwei Abtreibungen hinter mir. Also, sie ist schon echt eine Traumfrau, das wusste ich ja gleich. Ich dachte mir, die hat doch bestimmt Lust auf eine seriöse Beziehung. Hat schon einiges gesehen, ist nicht mehr 25. Ist nicht mehr 25. Ich würde so gerne mal meinen Satz zu Ende sprechen. Du musst schon probieren zuzuhören, sonst hat das alles... Keinen Sinn. Lass das sofort. Oh, guck mal, jetzt wird er nämlich wütend. Jetzt können Sie das mal sehen, wie er sauer wird. Dann kommt das Feuer. Dann sag es doch endlich, Herrgott, nochmal, warum wir hier sind. Wir sind heute hier, weil... Weil er pervers ist. Das sagt sie, weil ich ihr erklärt habe, dass ich nicht mehr das Objekt ihrer sexuellen Launen sein will. Auf Knopfdruck Sex, total austauschbar. Bei mir für ein gutes Gespräch... Zärtlichkeit und Nähe zu einer körperlichen Vereinigung, das brauche ich vorher. Gut, wenn Sie es ihm sagen, soll ich das tun? Ich mache das gerne. Du weißt schon, was du da gerade gesagt hast, oder? Du möchtest bemuttert werden. Du willst eine Mutter und keine Frau. Der will mit seiner Mutter ins Bett. Ist doch pervers, sage ich doch. Also wenn Sie meinen, dass das was nützt, ich mache alles mit.